Als letztes richten wir die Präsentation nun so ein, dass sie automatisch abgespielt werden kann. Dass also zum Beispiel der Computer in einer Ecke platziert werden kann und die Betrachterinnen können dann die Präsentation selbstständig anschauen. Wir benötigen hier den Bereich Bildschirmpräsentation und hier hat es den Befehl Bildschirmpräsentation aufzeichnen. Sobald ich darauf klicke, beginnt die Präsentation und für jede Folie wird aufgezeichnet, wie lange sie gezeigt wird. Ich mache das jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf. Willkommen zum Reisebericht unserer Reisen mit dem Nachtzug nach Berlin und von dort brauchten wir nochmals einen ganzen Tag bis nach Polen. Du hast gesehen, ich wurde am Schluss noch gefragt, ob ich jetzt diese Zeiten aufzeichnen solle. Das habe ich gemacht und jetzt sieht man in der Übersicht, wie lange jede Folie angezeigt wurde. Wenn ich jetzt für eine Folie die Dauer nochmals ändern möchte, dann kann ich hier erneut auf Bildschirmpräsentation aufzeichnen gehen und kann diese Folie jetzt vielleicht ein bisschen länger laufen lassen. Mit Escape komme ich wieder raus. Ich werde gefragt, ob ich das jetzt speichern möchte. Jawohl, und du siehst, mittlerweile steht hier 6 Sekunden. Und damit ist es eigentlich soweit vorbereitet. Ich kann jetzt diese Präsentation mit dem entsprechenden Befehl einrichten. Wir wollen ja nicht mit einem Redner präsentieren, sondern in der sogenannten Kioskansicht, also volle Bildschirmgröße und automatischer Ablauf. Und hier steht auch schon, dass die Anzeigedauer verwendet wird. Ich wähle OK und wenn ich jetzt die Präsentation starte, von Beginn weg, so wird sie automatisch weitergeschaltet. Willkommen zum Reisebericht unserer Reisen mit dem Nachtzug nach Berlin und von dort brauchten wir nochmals einen. Du siehst, es hat geklappt. Natürlich ist es jetzt sehr ungünstig. Ich habe immer unterbrochen, aber ich glaube, das Grundprinzip hat man gut erkannt.